Ja, ob Sie den Regenbogen morgen sehen werden, das können wir natürlich nicht versprechen. Aber spannende Geschichten, die gibt es auf jeden Fall. Sie können ablegen in Rüdesheim ab 14 Uhr. Und wir dürfen ausnahmsweise mal in einen Stand reinschauen auf dem Weihnachtsmarkt in Kassel. Frau Röse, Sie haben es uns erlaubt. Ja, ich habe es Ihnen erlaubt. Ein ganz, ganz besonderer Stand hier, denn hier gibt es ganz, ganz viele schöne Sachen aus Papier. Ja, Grußkarten, Geschenkpapier, ach, alles Mögliche sehe ich hier. Kleine, süße, liebevoll gestaltete Tütchen. Und die stammen alle aus Hessen. Ja, zum größten Teil wird alles, was Sie hier sehen, in unserem Stand in Nordhessen produziert und weltweit verschickt. Ja. Wir sind ein ganz kleiner Verlag in Witzenhausen-Ziegenhagen und unsere Produkte sind sehr beliebt, vor allen Dingen von unserer Künstlerin, von Silke Leffler. Die ist einfach ganz toll, die unsere Kalender macht und so. Sie strahlen richtig. Ich merke, Sie sind begeistert. Ja. Und Sie sind ja auch schon ganz, ganz lange im Krätz Verlag, der in Witzenhausen sitzt. Aber inzwischen eigentlich schon im Rentenalter, wenn ich das verraten darf. Ja, das dürfen Sie verraten. Heißt, Sie dürfen jetzt eigentlich schon längst die Füße hochlegen und sich mit dem Kakao zu Hause gemütlich machen. Aber das tun Sie nicht, sondern Sie stehen hier auf dem Märchenweihnachtsmarkt in Kassel freiwillig. Ja, freiwillig. Warum? Ja, erstmal, ich mag gern mit Leuten, ich gehe gern hierher, ich freue mich schon immer, wenn es losgeht und ich bin dieses Jahr zum 25. Mal hier, also 25 Jahre. Früher habe ich noch im Verlag gearbeitet, aber seit mehr als 7 Jahren gehe ich nur auf den Weihnachtsmarkt und das macht mir immer wieder Spaß. Ich habe ganz, ganz viele Stammkunden, die mich begrüßen und das ist einfach schön. Gibt es denn eigentlich so einen Verkaufsschlager? Also der Verkaufsschlager ist der Renner hier? Der Verkaufsschlager sind meine von mir angefertigten Wundertüten. Also die ist jetzt eine ganz normale Wundertüte. Oh, das müssen wir mal zeigen hier. Also eigentlich erstmal auf den ersten Blick eine ganz normale Papiertüte. Eine ganz normale Papiertüte. Und da sind alles Produkte von unserem Stand drin. Also nicht irgendwie was. Darf ich schon reingreifen? Die dürfen mal reingreifen. Ja, gucken, was wir da Wunderbares rausziehen. Oh, was haben wir hier? Geschenkpapier oder? Ja, das ist Geschenkpapier ist drin. Dann ist drin ein Kalender. Eine Weihnachtskugel. Mit der Eistee drin zum Beispiel für gemütliche Stunden. Ja. Also ganz viele wundervolle Überraschungen, die Sie hier erwarten, liebe Zuschauer, auf dem Märchenweihnachtsmarkt in Kassel. Was wir sonst noch für tolle Tipps in den kommenden Tagen für Sie haben, sehen Sie jetzt in den Tipps für Trips. Alles klar. Alles klar.